Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück bei Octopath Traveler. Ja, wir haben den Typen, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, letztens gefunden. Leider versteinert und ja, wir müssen das Natalie sagen. So. Natalie, wir haben Informationen für dich. It's good to see you. Ach, das seid ihr ja, meine Liebe. Und, habt ihn gefunden? Greetings. Das haben wir. Allerdings. What? Die Bestie hat ihn in Stein verwandelt? Mm. Wenn dieser Brief die Wahrheit sagt, dann ja. Noch weiß ich nicht, wie wir ihn zurückholen können. Aber ich werde einen Weg finden. Zuerst werde ich die Hexe Susanna suchen. Bei der Jagd bricht man die Verfolgung niemals ab. Das hat der Meister mich gelehrt. Und wenn ich mich wirklich als sein Lehrling erweisen will, dann muss ich diese Jagd zu Ende bringen. Oh? In der Tat. Tis true. Das ist schon verrückt. Hm? Was denn? Hm. Ihr und Xanta seid so unterschiedlich, doch in solchen Momenten habt ihr denselben Glanz in euren Augen. Ihr seid beide aus einem Holz geschnitzt, wenn ihr euch etwas in den Kopf gesetzt habt. Truly? Ist das so? Ja, ich denke schon. Fast wie Vater und Tochter, könnte man sagen. Oh? Wer könnte das sein? Wenn ihr mich bitte entschuldigt? Es ist sicher der eine Typ wieder. Brumm. Hm? Hm? Jemand, den du kennst, Mädchen? Ist das der eine Typ? Indeed. Nee. Dachte ich mir doch, dass mir dieses Mountain vertraut ist. What? Elisa, was macht ihr denn hier? It's like Wir haben seit Wochen nichts von Xanta gehört. Ich bin hergekommen, um nach ihm zu suchen. In seinem letzten Schreiben meinte er, dass er in diese Stadt kam, als er die Bestie verfolgte. I see. Das war auch das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Was ist hier nur passiert? Du musst mir alles erzählen, was du weißt. Gott sei gnädig, wenn schon ein... Achso. Ja, genau, Sprachausgabe. I would hear all thou knowest about this red eye. I fear I know very little. Nothing. The Knights Ardaunt simply bid me hire Xanta. They told me nothing more. But it is clear they must have known the danger. Then why send one man to face the monster alone? Not any man. Genau, nicht irgendeinem Mann, sondern Xanta. So great was the peril, they could turn to no one else. On the hunt, no one could match his speed, his guile. If they had sent a regiment with him, he would have squandered his strength just to keep them alive. So they said. Scheint, das ist ja eine ziemliche Legende, der Typ, ne? It is true. Our village wanteth not for skilled hunters, but even the best of them would only get in his way. The knight's judgment was correct. But even so, it leaves a bad taste in your mouth, yes. It is the same for me. By sending one man alone, we declared to the world our own weakness. Now it falls to me to hunt Red Eye in Xanta's stead. Ach komm, das machen eh wir, Elitza. Elitza, das machen wir für dich. Das you have another duty. You must go and find the seer. Ach so, okay. Ja, gut, dann gucken wir nach der Hexe und du machst das Rot auch. Ist gut, Elitza. Yes, it was Master's last command. Before the curse overtook him. I will find the means to free him of it. I must. Xanta's lucky to have such capable friends. My skill in the hunt is hardly the measure of his. But he needs me, and I will do what I can. Countless times Xanta has lent me his strength and courage. Now it is time to give of mine.
I shall send word if I learn more of this Red Eye. Thank thee. Fear him not. We will save him, Master. Gut. Ja. Ach, Reisegeplänkel. Ich habe schon viel von dieser Elitza gehört. Ah, in der Tat. Die Adante-Ritter sind Diener eures Ordens, richtig? Genau, die Kirche respektiert sie sehr und Elitza gehört zu ihren treuesten Dienerinnen. Dass sie diese Freundschaft zu meinem Meister aufrecht hält, ist eine schreckliche Vergeudung. Sie beehrt ihn mit ihrer Gesellschaft, obwohl er nur für Ärger und Verdruss sorgt. Sie ist eine edle und wunderschöne Frau. Ich wünschte, ich könnte etwas mehr wie sie sein. Ich weiß, was ihr meint. Sie ist uns allen ein Vorbild. Wirklich? Selbst für eine Schönheit, wie ihr es seid? Was? Oh, oh bitte! Ihr seid hübscher als wie wir alle! Wir sollten mehr Zeit miteinander verbringen. Was meint ihr? Das würde mir sehr gefallen, Hanid. Okay, gut. Das ist jetzt, ja. Jetzt ist aber die Frage, Moment, Weltkarte. Achso, in dem Wald waren wir. Wir müssen ja jetzt da nach oben, weil wir haben ja immer noch bei Elfin erst Kapitel 2, ja? Das ist... Achso, Hanid Kapitel 2 ist zu Ende, weil die anderen, das sind ja alle schon Kapitel 3 Kapitel, oder? Ja, Kapitel 3, Kapitel 3. Was haben wir da? Das ist auch Kapitel 3 bei Tressa und Primrose hat auch Kapitel 3. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall hier noch... Gut, da müssen wir eh mit Ophelia könnten wir da dann sogar Kapitel 3 gleich machen. Weil bis wir da oben sind, Stufe 38, ja, sind wir eigentlich eh jetzt schon. Nur halt mit Hanut und Tressa nicht. Hanid natürlich nicht, Hanuta. Mit Elfin auch nicht. Na egal. Genau, wir verlassen die Stadt auf jeden Fall im Westen. So. Ja, das ist schön. Die Stadt ist echt riesig. Also das ist wirklich die... Wow, da bin ich... Also Steingrad muss ich sagen, riesige Stadt. Ja. Can't wait. Hanid wartet. Natalia? I'm so glad I caught you. Here. This is for your journey. Oh cool, Item. Nicht? Schon? There was no need for thee to... It's a trifle, compared to what you and Eliza are doing. Zonta was a good friend to me. After my husband passed away and all. Now I can't go fight no monsters like you two. Yes, but... So the least I can do is help you on your journey. Let me do that much at least. It's okay. Of course. Thank thee for the gift. And one more thing. It's always one more thing. Immer noch ein Promise me you won't do anything foolish now, will you? Even for Zonta's sake. Ach, wir doch. Wir würden doch niemals etwas Unüberlegtes machen. Ja, zum Beispiel jeder Kiste nachlaufen, die irgendwo steht. Nö, das würden wir niemals machen. I will be cautious. After all, I'll be of no use to Master if I get myself killed. Exactly. Good luck to you, Hanit. Thank thee. I promise that I will return, and Master with me. Und so ließ Hanid Steingrad hinter sich. Ihre neue Aufgabe, Zanta aus der Versteinerung zu erlösen. Sie musste die Seherin Susanna finden, die Zanta zuletzt erwähnt hatte. Es mochte nur ein Hoffnungsschimmer sein, aber immerhin. Und so machte sie sich auf in das Frostland zur Stadt Stillschnee. Es sah so aus, als hätte ihre Reise eben erst begonnen. Mein Gott, wir spielen schon 33 Stunden. Oder 36 Stunden sogar schon. Gut. Ah, erhalten eine Heiltraube anregende Pflaumenenergiegranatapfel und ein Reisegeplänkel nehmen wir natürlich auch mit. Howdy. Hey, Hanid. Das Jägerleben ist nicht leicht, oder? Ich bin doch noch Lehrling und keine echte Jägerin. Sag mal, ist euer Meister ein guter Mann? Meiner ist es.
Naja, er ist nicht unbedingt mein Meister, sondern lediglich jemand, zu dem ich mehr aufschaue als zu anderen. Ich habe ihn schon seit Jahren nicht gesehen, trotzdem könnte mich keine wilde Bestie davon abhalten, ihm bei Gefahr zu Hilfe zu eilen. Entschuldigung, ich wollte auch nur sagen, dass ich weiß, wie ihr euch fühlt. Wie auch immer, vergesst nur nicht, ich bin hier, um euch zu heilen, falls ihr unterwegs verletzt werdet. Daher braucht ihr euch bei seiner Rettung auch nicht zurückhalten. Ja. Was ist denn? Ich habe lediglich darauf gewartet, dass ich auch mal etwas sagen kann. Und weil ich jetzt an der Reihe bin, erlaubt mir, euch zu danken. Aus tiefstem Herzen. Okay, ach, das ist ja süß. Okay, gut. Wo wollte ich jetzt eigentlich? Moment, Weltkarte. Haben wir denn überhaupt mit den... Elfin haben wir eh mit. Okay, gut. Stimmt, Elfin noch oben. Ja, okay, alles gut. So, das sollte dann... Oh, wow, jetzt haben wir hier schon Gefahrenstufe 30. Moment, ich... Ja, genau. Ich hätte natürlich wieder den Standardfehler bald begangen. Ich sollte vielleicht einmal im Gasthaus schlafen. So, oh, und Tressa hat währenddessen wieder Geld entdeckt. Das ist natürlich immer ganz toll. Also schon langsam kann ich mich auf der Weltkarte gar nicht mehr bewegen, weil wir sind, naja gut, bis auf Hanita mal über 30. Ja, das ist halt blöd, weil Hanita ja Gegner sammeln sollte. So, wie heißt das Dorf jetzt, wo wir eigentlich hin müssen? Das ist Küstenland Goldstade. Ach, nach Goldstade. Da waren wir ja doch noch nie. Dachte, da waren wir schon. Das haben wir nur aus tausende Erzählungen wahrscheinlich gehört. Goldstade. Ist aber auch ein weiter Weg jetzt hier, wie es aussieht. You won't feel a thing. Ja, gut, klatschen wir mal drüber. Weil we won't feel a thing. Ah, das sieht aus, als würden wir hier mal Lumineszenz ranballern. So. Und Ophelia müsste jetzt echt ihre Profession mal ändern. Habe ich eigentlich schon eine Zweitlaufbahn, wollte ich sagen eigentlich. Habe ich jetzt schon eine fünfte Zweitlaufbahn? Ich glaube noch nicht, oder? Weil die müsste ich Ophelia dann geben. Wobei ich momentan echt froh bin, dass Ophelia so viel zaubern kann. Na toll, jetzt kann sie nicht mehr zaubern, weil jetzt ist sie verstummt. Na toll. Bitte einmal hier Pfeilhagel. Bitte auch manchmal treffen, ich wäre das ja froh. Oh, und die sterben alle, das ist schön. Das gefällt mir ganz gut. So. Bring it on. Ja, gut, dann nochmal Pfeilhagel. Wahnsinn, wie viel die aushalten. So, hier wird's geboostet auf Passatsturm. Ophelia kann ja leider nicht, aber vielleicht hier mit Pfeilhagel kann es gut gehen. Oder auch nicht, ja, weil ich nie treffe. Ja, gut, greif einfach mal an. So. Und dann musst halt du mit dem Pfeilhagel jetzt hoffentlich den Rest erledigen. Super. Ja, das Gemeine oder gemein. Das Blöde ist jetzt ja, dass Ophelia bei den Laufbahnen ja... Obwohl, ich hätte sogar doch den Krieger, hätte ich sogar schon. Aber das Problem ist, ich möchte jetzt... Gelehrt, ehrlich gesagt, nicht umstellen, weil ich momentan mit Gelehrter echt ganz gut fahre. Aber ich verliere ja nichts. Die Laufbahnpunkte, die spare ich, ja. Also ich glaube nicht, dass da irgend so ein Limit gibt. Ich hoffe auch nicht, dass die auf Null resettet werden, weil, wie gesagt, bei Ophelia muss ich... Ich sollte vielleicht lesen, wo es wohin geht. Goldstade, ja genau. So. Weil Ophelia ist jetzt gerade wirklich mein Magie-Damage-Dealer. Das ist halt wichtig. Ah, die ziegen schon wieder. So, ja. Einmal... Ja gut, mach eine Lanze, ist okay. Bring it on! Hier machst du nix, wie es aussieht. Oh, schade, das ist... Ja, komm. Dann mach du... Ist okay. So, machen wir hier einmal den da. Und da einmal den da. Dann ist zumindest die erste Ziege schon mal abwehrtechnisch etwas gelähmt. So. Ja, what next? Einmal draufgehauen, hätte ich gesagt, hier. Und dann einmal noch draufhauen hier mit heiligem Licht. Single-Angriff, 1250, ja, okay, das ist schön.
Ja. Wahnsinn, wie viel die aushalten, ist ja noch nicht mal. Ja, genau, die ist ja noch nicht mal Dingens, ne? Gnadenschlag, Präzision, kritischen Schaden mit deinem Bogen drauf. Garantiert mit einer 50 Sachen mit deinem Bogen. Ja, komm, machen wir das da. Und klick. Ja, immerhin. Waren es 1000. Ah, da haben wir nochmal. Okay, das ist schön. Hast du auch nochmal einen Präzisionsschlag? Vielleicht stirbt das Ding ja dann. Nee, das geht nicht. Nee, das wäre zu viel verlangt. Autsch. So, ja. Mit. Was? Daneben. Ah, daneben schlagen ist natürlich immer nicht so toll. So. Nein, falsch. Kleriker, go. Luminescent. Das Gute ist, Ophelia hat einfach so viel Magiepunkte und deshalb ist das auch so wichtig, dass sie hier, ne? Damit sie hier auch die anderen Zauber macht. Deshalb möchte ich die Geschichte jetzt hier nicht, also die Zweitlaufbahn nicht ändern bei ihr. So, was können wir da machen? Ja, komm, ist egal. Wir haben den da. Gut, egal ist eigentlich nicht. Ich glaube, ich hau jetzt hier vielleicht doch wieder ein bisschen mit normalen Angriffen und jetzt ein bisschen mit Boost-Angriffen. So. Helles Licht, go. So. Schauen wir mal, wie weit wir da jetzt kommen. Das kann es ja nicht sein. What to do? Am besten angreifen mit zweifach Boost. Wobei wäre ein dreifach Boost wahrscheinlich geschickter gewesen. Wobei in dem Fall bei den Angriffen ist es, glaube ich, egal. So. Here we go. Ich würde jetzt am liebsten einfach bei den normalen Angriffen bleiben. Dann schlagen wir jetzt einfach mit den normalen Angriffen so lange drauf, bis. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen doof. So, drauf. Ist eh schon gelb. Komm, das wird schon. Autsch. Tresser, du hast Tresser eingeschläfert. Das finde ich jetzt nicht okay. Gut, da muss ich jetzt doch heiliges Licht rüberballern. So. Und dann, ja, heil dich wieder. Okay, hier einmal. Ja, malen. Das hilft nichts. Hier mit dem Wertchen. Das passt. Kein Doppelschlag. Immer dann, wenn er einen Doppelschlag bräuchte, dann kommt er nicht. So. So. Ja, tot, Gott sei Dank. Sind viel zu stark, diese Gegner. Hier. Ah, sehr schön. Elfin und Hanit sind gesteigt. Ja, gestiegen. Jetzt sind wir beide Stufe 33, über Stufe 30 oder genau Stufe 30, wollte ich sagen. Das passt ganz gut. Ich muss nicht heilen. Nee, da ist eine Kiste. Oh, und das ist ja ein cooler Ausblick. Da sieht man im Hintergrund die Küste. Strand der Mondsüchtigen. Gefahrenstufe 34. Warum ist hier alles so stark? Okay, jetzt haben wir hier das alles erledigt und weißt du, weil Goldstade empfohlene Stufe 24. Gut, okay, ja, ich hätte da wahrscheinlich früher her müssen. Aber hier ist auch. Genau, da ist wieder so ein Schrein, sehe ich gerade. Den müssen wir natürlich mitnehmen. Da ist eine Kiste versteckt. Die müssen wir natürlich auch mitnehmen. Aber es sieht cool aus. Ja, ich habe schon sehr oft gefanboyt. Mein Gott, Piraten. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Pfeilhagel, einfach mal gucken. Ja, das hat nicht viel gebracht. Das ist sehr schade. Lumineszenz mal probiert. Nein. Ich sollte vielleicht echt Analyse machen. Vielleicht Eis. Kälte? Nein, natürlich nicht. Wind vielleicht? Passatsturm? Bei Piraten ist ein bisschen unlogisch, aber naja. Die Axt. Auch keine Axt, okay. Ich probiere jetzt die physischen. Weil sie so viele verwirrt auch noch, das ist ja ganz toll. Dann einmal den Spieß. Okay, der Spieß ist dabei, das ist gut. Und wahrscheinlich dann das. Ne, wobei Spieß, das große Schwert kann ja nicht nach Spieß kommen. Deshalb wird das hier wahrscheinlich dann Blitz sein. Dann wahrscheinlich Feuer. Dann wahrscheinlich Feuer, oder? Eis ist nicht. Nee, Jägerfertigkeiten, das haben wir auch nicht. Und nach Lanze, oder? Kann Axt nach Lanze? Achso, Axt habe ich hier schon probiert. Ich kann nicht. Sag jetzt, Leute.
Ja, probieren wir Feuer mal. Okay, es ist Feuer. Spannend. Körperrüstung. Ja, nö. Finde ich jetzt so nicht okay. Muss ich jetzt hier, ich hatte natürlich jetzt, komm, ich boomste den einmal in die Bewusstlosigkeit. Ich boomste dich voll in die Bewusstlosigkeit. So viel, er ist hoffentlich bald wieder normal. Er ist halt fast tot. Ist nicht gut. Ja, klar. Oh, bitte mach gut. Ja, okay, 1000 Schaden waren es auch fast. Sehr gut, einer ist weg. Ja, ich brauche relativ lange für diesen ersten Kampf. Aber das ist immer am Anfang, die Kämpfe, die sind immer ein bisschen, da muss man ja schauen. Ja. Dass man schaut, was die Schwächen sind und so weiter. Das ist alles kein Thema. So, einmal geschlitzt, das passt. Ophelia, der tut dann wieder bald mal. Ja, Ophelia ist wieder normal. Super, da bin ich sehr froh. Und Ophelia ist maximal Boost. Bin ich auch sehr froh. Kann ich eigentlich hier irgendwas? Nee, kann ich nicht. Aber dann machen wir hier den Zweifachangriff auf ihn, dann ist er tot. Kann ich die eigentlich fangen? Nö, die sind unzähmbar. Das ist ja schade. So, aber weißt du was? Achso, das wäre eh Angriff gegen alle. Aber ich hab. Nee. Er hat doch Lauffeuer. So, Ophelia scheint hier jetzt boostbare Resultate vorzeigen zu wollen. Der natürlich wieder maximal Amputation Schaden. Wow. Wow. Vierfach geboostet. So, komm. Ist eh tot. So viel haben die gar nicht. Obwohl eigentlich die Gefahrenstufe so hoch war, so stark sind die gar nicht gefühlt. Muss ich jetzt nicht so lange ummachen. Gut. Aber ich würde sagen, diesen Ausblick genießen wir etwas. Und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.